Der deutschsprachige VMware-Podcast rund um IT-Themen. Aktuell exklusiv Geeky mit Björn Brunder. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des VMware-Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema Souveränität. Wir wollen uns über die politische, die wirtschaftliche und die ethische Dimension des Begriffs an die digitale Souveränität annähern und diese mit ihren konkreten Handlungsfeldern einmal definieren. Welche Rolle spielt Multicloud hierbei? Was hat das mit Gaia X zu tun? Und natürlich auch, was VMware in diesem Bereich unternimmt. Ich freue mich ganz außerordentlich, hierzu zwei Experten in unserem virtuellen Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen an Jörg Albrecht, VMware's Director Government Relations und Public Policy. Und ein herzliches Willkommen an Jürgen Sobotzig, VMware's Program Lead für Gaia X. Ja, vielen Dank. Danke auch von meiner Seite. Jürgen, was muss ich mir unter Gaia X Program Lead bei VMware vorstellen? Was ist so dein Job bei VMware? Im Endeffekt, mein Job bei VMware ist, das Thema Gaia X sowohl intern als auch extern zu vertreten. Intern im Sinne, die Informationen aus Gaia X bzw. das Thema Gaia X intern voranzutreiben, bei den unterschiedlichen Stakeholdern visibel zu machen, als auch dementsprechend die Verbindung aufzubauen, extern als Kontaktpunkt für interessierte Kunden, für interessierte Partner von uns, als auch für Gaia X-Member, dementsprechend den Austausch zu koordinieren. Ich glaube, als Programmlead ist es ein Stück weit meine Aufgabe, die unterschiedlichen Fäden zusammenzubringen. Ich fungiere oft genug als Focal Point aller Gaia X-relevanten Themen. Das heißt, von reinen Informationen, aber auch dann dementsprechend, welche potenziellen relevanten Veränderungen in Gaia X müssen bei uns in den Produkten berücksichtigt werden. Also von daher ist es ein großes Potpourri der unterschiedlichen Personen, die informiert, koordiniert und dementsprechend dann auch vorangebracht werden müssen. Wunderbar, vielen Dank. Und Jörg, was kann ich mir bei dir unter der Rolle Director Government Relations vorstellen? Wie sieht so dein Tagesgeschäft aus? Ja, also ich sehe mich primär in der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik. Das heißt, auf der einen Seite der Politik zu vermitteln, was technisch gerade läuft, vielleicht auch ein bisschen, wie die Zukunft aussieht, damit eben auch die Politik informierte Entscheidungen treffen kann, um die digitale Transformation weiterzutreiben. Das heißt aber auch auf der anderen Seite in das Unternehmen hinein zu erklären, wie sind die politischen Rahmenbedingungen, wie ist die Rechtslage, wie ist das Businessumfeld regulatorisch abgesteckt, damit sich VMware eben dort auch gut bewegen kann. Also am Ende des Tages verantworte ich die Beziehungen des Unternehmens in Deutschland zur Politik und auch zu Verbänden, um eben genau diese Dinge sicherzustellen. Vielen Dank. Jürgen, um mal vielleicht so in a nutshell, was ist eigentlich Gaia X? Gaia X ist eine initial deutsch-französische Initiative, mittlerweile europäische Initiative, die im Endeffekt einige Themen adressieren möchte. Zum einen in Europa, das neue strategische Thema sind Daten. Daten in all ihrer Form. Aktuell werden viele dieser Daten nicht in europäischen Rechenzentren gespeichert. Basierend auf diesen Daten kann ich natürlich dementsprechend mit Machine Learning und Artificial Intelligence zusätzliche Werte kreieren, sprich nicht nur in dem Fall das auf monetäre Art und Weise, sondern auch in dem Sinne, dass ich neue Algorithmen entwickle. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite haben wir in Europa schlichtweg das Problem, dass wir einen Hyperscaler in einer Größe wie beispielsweise Amazon oder Azure, wir schlichtweg nicht in kurzer Zeit aufbauen können. Was wir aber in Europa haben, auch traditionell, wir haben eine sehr heterogene Cloud-Service-Provider-Infrastruktur. Das heißt, wir haben viele mittelgroße Cloud-Service-Provider, die aber zusammengenommen wieder eine Größe haben, wo sie deutlich wo sie eine Konkurrenz zu Hyperscalern bieten kann. Und im Endeffekt, Gaia X ist ein Projekt zum Aufbau einer leistungs- und wettbewerbsfähigen, sicheren und vertrauenswürdigen Dateninfrastruktur für Europa, das von Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung, aus Deutschland, Frankreich und weiteren vorwiegend europäischen Partnern getragen wird. Die Idee hinter Gaia X ist natürlich, die Cloud-Service-Provider, die wir in Europa haben, miteinander zu verbinden in einem Rahmenwerk, das zum einen ermöglicht, Daten untereinander auszutauschen, sprich Interoperabilität, Portabilität, Transparenz, und auf dieser Basis, auf diesem Cloud-Framework, dann on top
Daten innerhalb von Europa zu behalten. Also wenn wir jetzt einen motivierten Cloud-Service-Provider oder ein Unternehmen hier an dieser Stelle identifiziert haben, wie sollen sich diese Kollegen mit Gaia-X in Kontakt begeben? Also es gibt zweierlei Möglichkeiten. Wir stehen natürlich immer gerne zur Verfügung. Wir haben eine extra E-Mail-Adresse kreiert für interessierte Kunden. In dem Fall wäre das gaia-x@vmware.com, wo sich Interessierte hinwenden können. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die offizielle Gaia-X-Homepage, die da heißt gaia-x.eu, wo man sich dementsprechend auch Informationsmaterial herunterladen kann oder die aktuellsten News zu Gaia-X herunterladen kann. Alternativ gibt es unter Twitter auch von Gaia-X entsprechende Informationsangebote. Wir werden die Links zu den angesprochenen Seiten auf jeden Fall mit in die Shownotes packen, dass sie jeder nochmal aufrufen kann und nachvollziehen kann zu Hause. Und ich denke, ein guter Anlaufpunkt für interessierte Unternehmen ist auch immer der offizielle deutsche Gaia-X-Hub. Jedes Land hat ja einen Hub oder fast jedes. Und Deutschland hat da auch ein sehr professionell geführtes Hub von Akkatech primär gesteuert. Und da kann man auch immer auf die zugehen, um zu erfragen, wie man sich einbringt. Wunderbar. Also, vielleicht fangen wir mal an. Das Thema Souveränität, das ist ja ein ziemlich großer Begriff. Vielleicht Jörg, du mit deinem Background, welche Dimensionen von Souveränität gibt es, beziehungsweise wie weit muss man in der Geschichte tatsächlich zurückgehen, um das Thema das erste Mal zu definieren? Ja, in der Tat ist das ein Thema, was es, wenn wir von digitaler Souveränität sprechen, natürlich nicht erst im digitalen Zeitalter aufgekommen ist, sondern Souveränität, kann man sagen, geht eigentlich zurück bis 1648. Am Ende des Dreißigjährigen Kriegs, wo sich das erste Mal Nationalstaaten gebildet haben mit dem Westfälischen Frieden und dort eine klare Grenzziehung stattgefunden hat und Nationalstaaten sich gebildet haben. Und dann Staaten, die sich dort gebildet haben, das war vor dem Hintergrund des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Das heißt, jedes Volk darf sich selber, ja, seine eigene Nation ein Stück weit bilden. Und das ging dann auch sehr lange so, natürlich gab es immer mal Kriege, Auseinandersetzungen um Grenzen, aber am Ende war das alles sehr territorial begrenzt. Und mittlerweile durch die Globalisierung, durch das Internet, haben wir natürlich eine Technik, die sich nicht groß um Grenzen schert. Das geht alles über Rechtsräume hinweg, über Jurisdiktionen hinweg. Und da gibt es eben auch immer ein Stück weit naturgemäß ein gewisses Dilemma und dann knirscht es eben ab. Und man kann also sagen, dass wir nicht erst durch das Internet, auch durch die globale Arbeitsteilung in der Vergangenheit natürlich auch schon immer internationaler geworden sind. Ging schon auch im 19. Jahrhundert los. Aber mittlerweile erleben wir doch auch seit der Gründung auch der Europäischen Union und anderen supranationalen Organisationen, wo das Nationalstaatliche selbst nicht mehr der einzige Regelungsraum ist. Und das ist, wo Souveränität sehr stark herkommt, die aber zunehmend durch die Globalisierung und auch technisch durch das Internet in Frage gestellt wird. Und da wird der ein oder andere Entscheidungsträger politisch natürlich ein bisschen nervös, weil es natürlich auch die Frage stellt, wie steuerungsfähig, wie handlungsfähig ist ein einzelner Staat noch, wie gut kann er sich schützen, wie gut kann er selber selbstbestimmt handeln. Und das muss eben austariert werden, jetzt auch im digitalen Zeitalter. Ich meine, was man vielleicht sagen kann, ist, dass in den letzten Jahren das Thema gerade digitale Souveränität als politische Dimension immer wichtiger wurde. Also wir sehen auf der einen Seite durch rechtliche Änderungen, Thema extraterritoriale Wirkung einiger Gesetze, dass einfach ja andere Staaten auf Daten innerhalb von Europas zugreifen können. Und dass wir auf der einen Seite, wie gesagt, durch den technischen Fortschritt ja massiv miteinander interagieren. Daten sind mittlerweile überall auf der Welt zu, der Zugriff ist möglich. Aber dadurch haben wir natürlich auch die Politik, muss sich hier ein Stück weit, ich will nicht sagen verändern, aber das Spielfeld hat sich verändert. Und dementsprechend ist digitale Souveränität gerade in den letzten, ich würde sagen, 2 bis 3 Jahren deutlich wichtiger geworden, gerade in Europa. Und eines der Ziele ist wirklich, diese alte Souveränität, wie Jörg sie eben skizziert hat,
dass Europa oder einzelne Staaten wirklich diese Souveränität zurückhaben möchten. Weil wir schlichtweg in Europa auch immer wieder das Thema haben, wir haben Rechtspopulismus, wir haben Brexit, der Europa geprägt hat. Die Frage ist, wie kann der Staat oder die Politik diese Souveränität im Digitalen wieder zurückgewinnen? Wenn man jetzt nicht unbedingt digitale Souveränität immer nutzen will, aber diese technische Autonomie, wie soll man dieses Thema wieder zurückbekommen? Und das ist ein Thema, was in ganz Europa gerade wirklich heiß diskutiert wird. Und das ist wirklich, wie gesagt, dieser politische Anteil ist wirklich nur eine Komponente oder eine Dimension eines viel größeren und komplexeren Themas. Zusätzlich kommt natürlich auch eine wahnsinnige Komplexität der geopolitischen Lage. Also mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes, mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, ist die Welt natürlich sehr komplexer geworden. Es gibt eine multipolare Welt mittlerweile. Es gibt aufstrebende Staaten, Nationen in Asien und auch Südafrika, Brasilien, die BRIC-Staaten sozusagen und woanders. Sodass wir eben diese alte, leichte Teilung in Ost und West so nicht mehr haben. Multipolar, das gibt unterschiedliche Rechtsräume, unterschiedliche Gesetze, unterschiedliche Anforderungen auch an Digitalunternehmen weltweit, die teilweise auch im Konflikt zueinander stehen können. Mhm. Und das alles schafft dann eben auch noch das Bedürfnis für den einzelnen Staat zu sagen, ich möchte für mich größtmögliche Steuerungsfähigkeit haben, selbstbestimmt handeln und natürlich schauen, ohne dass wir dann in das andere Extrem gehen, der totalen Autonomie, wo man sich komplett abkoppelt von einer globalisierten Wirtschaft, die ja auch durchaus hohe Wohlstandseffekte mit sich bringt, was man auch nicht ohne weiteres aufgeben will. Also eigentlich ist die politische Aufgabe, wie schaffe ich es, möglichst souverän zu sein, ohne mich von der globalen Arbeitsteilung abzukommen. Da kommen wir ja quasi in den nächsten Teil rüber, nämlich in die wirtschaftliche Dimension, die natürlich neben der politischen auch eine große Rolle spielt. Wie seht ihr das ganze Thema? Ja, also wir haben, denke ich, gesehen, auch durch die Corona-Pandemie, wie abhängig doch die Weltwirtschaft ist. Das ist auch durchaus eine Errungenschaft, weil man sehr effizient arbeiten kann und auch produzieren kann. Nichtsdestotrotz hat man eben gesehen, in Einzelbereichen gibt es vielleicht bei uns im Bereich, würde man Schlüsseltechnologien oder bestimmte Produkte medizinischer Art, Masken und so weiter, wo man sagt, das möchte man auch gerade mit einem Krisenfall gerne für sich selber haben. Und die große Herausforderung ist eben, wie definiere ich für mich als Staat, was für mich schützenswert ist? Ja? Was ist meine Schlüsseltechnologie? Ich kann nicht immer alles alleine machen. Und das ist ein Aushandelsprozess, auch ein Verhandlungsprozess innerhalb der Politik, wo natürlich eine Seite sagt, lieber ein bisschen mehr und die andere Seite sagt, nee, lieber mehr Effizienz und nur das Nötigste. Und das ist eben, wird ständig austariert und deswegen ist es auch derzeit ein Thema, was eben politisch extrem intensiv geführt wird, weil nämlich genau die Frage ist, wo liegt diese gesunde Balance für Deutschland und Europa und auch für andere Länder? Und da noch ein kleines Add-on. Selbst diese Diskussion ist ja gerade in Europa mit den unterschiedlichen Nationalstaaten wird recht unterschiedlich geführt. Beispielsweise in Deutschland haben wir dieses Mittelmaß, definieren wir anders, als es in Frankreich oder in Polen definiert wird. Von daher, wir haben da hier noch einmal eine gewisse Heterogenität innerhalb von Europas, was das ganze Thema nochmal eine Spur komplizierter macht, wirklich hier einen Kompromiss zu finden, der für Europa als Maßstab dienen kann. Was natürlich dann noch eine ethische Dimension hat, ne? Also wie soll tatsächlich diese Digitalisierung in dem europäischen beziehungsweise auch in dem deutschen Raum tatsächlich aussehen? Was seht ihr da als Punkte, die da reinspielen? Also in der Tat, es geht dann im internationalen Geopolitik nicht immer nur um Interessen, geht es natürlich auch bei Staaten, aber es geht auch um Werte. Ja? Es geht um die Frage, wie wollen wir die Digitalisierung gestalten? Und man hat eben im asiatischen Raum auch einen sehr staatszentristischen Ansatz der Digitalisierung. Und in den USA und im westlichen Bereich hat man eben doch einen sehr auf profitorientierten Ansatz. Und was die EU-Kommission zumindest anstrebt für Europa, ist zu sagen, dass wir sozusagen einen menschenzentrierten Digitalisierungsansatz haben. Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen und Werte wie Datenschutz, wie Sicherheit, Persönlichkeitsrechte, dass die eben auch durch die Digitalisierung gestärkt werden und nicht in Frage gestellt werden.
Cool, jetzt haben wir quasi die politische Dimension, wir haben über die wirtschaftliche Dimension gesprochen, natürlich auch die Werte und was die Ethik damit zu tun hat. Ich glaube, der nächste Bereich, der sich da jetzt draus ergibt, ist natürlich dieses ganze Thema, was hat das gibt es auch eine technische Dimension? Und wenn ja, kann es da überhaupt eine Souveränität geben? Und ja, wie ist da eure Perspektive drauf? Ich glaube, die technische Dimension ist eine der Bereiche, die man noch am einfachsten meistern kann, da hier recht klar aus der ethischen oder auch politischen Dimension klar wird, wohin die Reise gehen muss. Da kommt es schlichtweg darauf an, wie kann ich die besten Technologien auf dem Markt miteinander kombinieren. Okay. Und ergänzend würde ich sagen, dass was eben wichtig ist, gerade im technischen Bereich, ist die Definition dessen, was mir wichtig ist. Wo ist sozusagen der Kern dessen, wo ich die volle Kontrolle haben will, und was kann ich global arbeitsteilig mir zukommen. Und das, diesen permanenten Aushandelsprozess, das ist eben die Aufgabe. Ist am Ende eine Form von Risikomanagement und welche Bereiche stehen im Fokus und welche Bereiche sind riskanter und welche nicht. Aber dann kommen wir doch vielleicht gleich zur Definition, was ist eigentlich digitale Souveränität und was beinhaltet das Ganze? Wir haben jetzt, denke ich, die Komplexität des Themas gut aufgefächert. Es gibt verschiedene Dimensionen, aber in der Tat stellt sich die Frage, was ist denn jetzt eigentlich im Kern genau das Thema? Und ich glaube, eben auch ausgehend von der Originaldefinition von Souveränität an sich, geht es eigentlich um die Möglichkeit zur unabhängigen digitalen Selbstbestimmung. Es geht darum, dass sozusagen technische Kapazitäten aufgebaut wird, dass aber neben der technischen Souveränität auch eine Datensouveränität stattfindet. Ich glaube, das ist auch, wenn wir später von Gaia-X reden, genau der Punkt, wo wir da stattfinden. Und am Ende des Tages geht es um Entscheidungsfreiheit, weil nur wenn ich entscheiden kann, wenn ich Wahlfreiheit habe, kann ich wirklich souverän sein. Wenn ich sozusagen nur abhängig bin von einem Einzelnen, dann habe ich keine Wahl und dann bin ich dem sozusagen ausgeliefert. Das heißt, Wahlfreiheit ist ein ganz wichtiger Aspekt und natürlich Kontrolle und Beherrschbarkeit. Also zu wissen, was geht da eigentlich vor sich technisch. Das hat dann auch eine Dimension, dass man eben auch zertifizieren lässt seine Produkte und so weiter. Und es ist eben auch das Nachvollziehen, wenn ich irgendwo jetzt beispielsweise im Cloud-Bereich meine Daten irgendwo speichere oder Daten verarbeiten lasse, was passiert da eigentlich und passiert da nicht noch andere Dinge mit den Daten, die ich eigentlich nicht will. Und das sind, denke ich, im technischen Bereich, wenn man wirklich Souveränität sein will, Kontrolle und Wahlfreiheit sind für mich da eigentlich die beiden wichtigsten Aspekte. Ja, das kann ich absolut bestätigen, das, was Jörg gerade gesagt hat. Es ist für uns alle, glaube ich, unbestreitbar, dass der Weg in die Cloud geht. Einfach die Transparenz als auch die Möglichkeit, die Skalierbarkeit. Der Trend geht in Richtung Cloud in allen Bereichen. Die Frage ist natürlich, will ich mich diesem Trend einfach kopflos beugen oder möchte ich wirklich eine gewisse Beherrschbarkeit und auch die Wahlfreiheit haben? Die Cloud wird nicht innerhalb der nächsten Jahre weg sein. Das ist ein Thema, was wir als Europäer wirklich brauchen, um wettbewerbsfähig zu sein mit anderen Ländern, mit anderen Wirtschaftsregionen. Wir haben in Europa einfach kein Gold, wir haben kein Öl. Für uns ist unsere technischen Fähigkeiten, aber auch Daten als strategisches Asset werden einfach immer wichtiger. Und da ist die Cloud eine ganz essentielle Technologie dahinter. Und das ist die Frage, möchte man diese Technologie einfach kopflos nutzen? Oder in dem Fall möchte man hier diese unabhängige digitale Selbstbestimmung als Hintergrund oder als große Maxime haben und dann gezielt und koordiniert in diese neue Technologie investieren. Und ich glaube, das ist der sinnvollere und auch bessere Weg. Ergänzend, Jürgen, genau. Ich denke auch, die EU-Kommission hat dann letztens neueste Zahlen auch herausgebracht, wo mal drin stand, die Cloud Adoption, also sozusagen das Nutzen der Cloud in Europa, das ist gerade mal ein Drittel aller Unternehmen in Europa nutzen die Cloud. Da ist also noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Und die Frage ist natürlich, warum tun sie das nicht? Weil die Vorteile der Cloud hinsichtlich der Skalierbarkeit und der Geschwindigkeit, der Agilität, der Innovationsfähigkeit, die sind natürlich ungebrochen. Und das ist natürlich ein Vertrauensthema auch und ein Thema der Sicherheit oder dessen, was man glaubt, was dort passiert.
Und da muss die Industrie eben viel tun und das tut sie ja auch. Und in der Tat, wenn wir von Wahlfreiheit sprechen, dann geht es da primär auch technisch darum, die Interoperabilität der Dienste sicherzustellen. Weil nur wenn ich auch meine Daten leicht von A nach B portieren kann, ohne großen Aufwand, dann habe ich wirklich eine wirkliche Wahlfreiheit. Das geht nur durch technische Interoperabilität, durch offene Standards, durch Schnittstellen, die definiert werden. Und das ist eben jetzt auch, denke ich, die konkrete Arbeit, die wir auch bei Gaia-X sehen. Ja, wir hatten das hier im Podcast tatsächlich an der Stelle auch schon im Bereich Open Source, wo wir mit Dirk Hundl, unserem Chief Open Source Officer, auch über diese Themen Interoperabilität, welche Rolle spielt Open Source, welche Rolle spielt tatsächlich die Möglichkeit da mit offenen Standards, mit offenen Gremien diese Interoperabilität überhaupt erstmal zu erreichen. Das ist ja auch was, wieder eine politische Dimension, vielleicht nicht auf Nationalstaatenebene, aber sicherlich in den technischen Communities ebenfalls sehr wichtig. Welche anderen Handlungsfelder seht ihr denn tatsächlich jetzt noch in diesem digitalen Bereich? Was spielt da noch mit rein? Also AKTECH, die Akademie der Technikwissenschaften in Deutschland, hat letztens eine sehr gute Studie dazu veröffentlicht, Studie zur digitalen Souveränität. Und dort wurden eben 7 Handlungsfelder definiert im digitalen Bereich. Und das geht eigentlich schon los bei den Rohstoffen, bei den seltenen Erden. Wie kriege ich die Vorprodukte? Das geht dann weiter mit Komponenten, Batterien, Chips, Mikroprozessoren bis hin zur Kommunikationsinfrastruktur, was ja auch in der 5G-Debatte immer deutlich wurde, dass wir auch dort offene Schnittstellen brauchen. Unter dem Begriff Open RAN ist das bekannt, dass eben dort auch mehr Interoperabilität entsteht. Das Ganze geht dann weiter in der nächsten Ebene zur Infrastructure as a Service, also die technische Infrastruktur, die dann wiederum Plattform ermöglicht, Plattform as a Service als nächster Schritt. Und am Ende des Tages, und da ist, glaube ich, dann auch Gaia-X in dem Kern mit europäischen Datenräumen, die zu schaffen, um eben Innovationstreiber zu sein. Und letztlich sind noch Softwaretechnologien als letzte Layer. Und das hat man mal so systematisch aufgearbeitet. Das Ganze wird dann überlagert als Dach von den europäischen Werten. Die ethische Dimension, die wir schon ansprachen. Und ich denke, in jedem einzelnen Feld gibt es unterschiedliche Antworten darauf, wie wir souverän oder souveräner werden können als Deutschland und Europa. Ich denke, bei den Vorprodukten oder bei den Rohstoffen wird es ein bisschen schwierig. Das ist geografisch nun mal so, wo die seltenen Erden liegen. Das kann man schlecht ändern. Das heißt also, diese Arbeitsteilung, die Kooperation mit anderen Ländern und Staaten, die ist weiterhin mehr als notwendig, aber in einzelnen Bereichen, wie zum Beispiel bei den Datenräumen, wenn man sich fragt, wie können sozusagen Daten geteilt werden in Europa, geschützt werden in Europa, um Innovation zu ermöglichen, da kann Europa sicherlich mehr tun. Und da ist dann eben auch genau der Punkt, wo man gesagt hat, deswegen machen wir mehr mit Gaia-X. Björn, weil du vorhin auch Open Source erwähnt hattest, ist in der Tat Open Source ein wichtiges Element für digitale Souveränität. Es ist aber nicht, denke ich, 100% gleichzusetzen mit digitaler Souveränität. Ich denke, dass es dort auf alle Fälle ein wichtiger Baustein ist. Noch ein bisschen wichtiger, würde ich fast sagen, sind offene Schnittstellen, offene Standards. Weil wenn man offene Schnittstellen, offene Standards hat, dann kann man sich eben beliebig oder genau nach meinen Bedürfnissen das zusammenbauen, wie ich es brauche. Mit Open Source Komponenten, mit proprietären Komponenten, das, was für mich jetzt in dem Moment am sichersten, am leistungsfähigsten ist, das Ganze mündet dann auch ein Stück weit in eine Multi-Cloud-Welt, wenn wir jetzt beim Cloud Computing mal schauen, wo wir sagen, nur durch den hybriden Ansatz und den Ansatz einer Multi-Cloud können wir uns genau die Komponenten heraussuchen, die wir für uns brauchen. Wenn wir jetzt hochsensible Daten haben, dann speichern wir die eben in der Private Cloud. Wenn ich jetzt aber auch sehr viel Computing Power brauche oder hochskalieren muss, dann nehme ich eben die Public Cloud und das ergänze ich dann eben so, wie ich es brauche. Das geht aber eben nur, wenn man diese offenen Schnittstellen hat, sodass man eine Multi-Cloud-Erfahrung hat, dass ich selber eigentlich gar nicht merke, wo das Datum liegt, sondern dass ich die Komplexität da sehr reduziere.
Ja, und ja, gerade auch das Thema Multicloud, wie du es schön eben skizziert hast, das ist ja ein Thema, was für VMware nicht erst seit diesem Jahr ganz oben auf der Agenda steht. Also das ist ja ein Thema, was wir seit mehreren Jahren immer wieder in den Markt bringen, wo wir auch mit Erfahrung und Best Practices punkten können. Und das resoniert natürlich auch ganz gut oder sehr, sehr genau mit den Initiativen, die gerade auf EU-Ebene getrieben werden. Also wir haben zum einen die European Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud, die hier eine Entwicklung und die Entwicklung einer neuen Cloud- und Edge-Technologien steht. Und wir haben auf der anderen Seite die IPCEI-CIS, also die Important Projects of Common European Interest for Next Generation Cloud Infrastructure, die genau dieses Thema aufnehmen wollen, die wirklich hier auf europäischer Ebene Rahmenwerke definieren wollen, wie eine Cloud unter europäischen Gesichtspunkten oder auch dem europäischen Gedanken und Geist folgen, aufgebaut werden kann, um wirklich hier Europa miteinander zu vernetzen und Europa handlungsfähig zu machen für das 21. Jahrhundert. Gerade im Bereich Cloud-Infrastruktur oder generell Multicloud-Technologie ist Europa ja nicht unbedingt in der ersten Liga, sodass wir hier auch gerade in der Nutzung der Multicloud massiv Luft haben nach oben und einfach besser werden müssen. Würdet ihr sagen, dass das, um einen Vergleich zu ziehen, dass das ähnlich ist wie das Galileo-Projekt im Kontext von GPS, also das unabhängig machen, was die Positionsdaten, Satellitenpositionierung, ist das ein Thema, was wir hier an der Stelle als Referenz hernehmen könnten? Ich glaube, dass wir Bereiche haben in der europäischen Vergangenheit wie Galileo oder vielleicht auch Airbus, die jetzt aber nicht 1000-prozentig vergleichbar sind. Weil ich glaube, der Gaia-X-Ansatz ist sozusagen ein smarter Ansatz, Technologien zu nehmen, die es schon gibt, auch internationaler Art, die aber einzubetten in eine europäische oder erstmal europäische Föderation unter europäischen Regeln. Und wenn wir digitale Souveränität einen smarten Weg hin zu digitaler Souveränität denken, dann ist das, denke ich, das Nutzen der besten Technologie, die es gibt, unter europäischen Regeln. Denn nur meine Regeln machen mich selbstbestimmt. Wenn ich sage, wo es lang geht, dann bin ich selbstbestimmt und nutze dafür eben das Beste, was es gibt. Und Gaia-X versucht das eben genau umzusetzen, wo in den Arbeitsgruppen auch alle internationalen großen Player dabei sind, wo aber dann im Board of Directors, da wo dann wirklich die Regeln, die Prinzipien, die Policies festgelegt werden, nur europäische Unternehmen erstmal sitzen dürfen. Jetzt sind wir ja quasi schon mittendrin im Bereich Gaia-X. Wollt ihr dazu dem Projektaufbau, du hast es gerade schon angesprochen, Board of Directors, wie ist Gaia-X sonst strukturiert? Also zum einen, Gaia-X stand heute knapp 310 Mitglieder aus allen Bereichen, also sowohl aus der Industrie als auch Academia, als auch aus dem öffentlichen Dienst. Weltweit Mitglieder, das heißt, wir haben US-Unternehmen, wir haben chinesische Unternehmen, wir haben koreanische Unternehmen. Es ist, solange man sich den Gaia-X-Prinzipien und dem europäischen Gedanken verpflichtet fühlt, kann man Gaia-X-Mitglied werden. Und Gaia-X an sich hat eine Generalversammlung, die jedes Jahr tagt, und dementsprechend diese Generalversammlung wählt dann das Board of Directors, die dann im Endeffekt die Geschehnisse der Gaia-X Foundation bestimmen. Gaia-X an sich ist eine Non-Profit-Organisation nach belgischem Recht. Das heißt, es ist ein Verband, der politisch instruiert oder aus politischem Gedankengut entstanden ist, der aber im Endeffekt dann aktuell von eher privatwirtschaftlichen Unternehmen getrieben wird. Das Ganze, wie gesagt, das Board of Directors wählt dann auch den eigentlichen Vorstand mit CEO, COO, CFO und CTO. Die eigentliche Arbeit innerhalb der Gaia-X-Initiative wird aber durch die sowohl Policy-Rules als auch die technischen Ausschüsse getrieben. Und diese technischen Ausschüsse erhalten im Endeffekt ihren Input über technische Working Groups als auch Open Work Packages
wo schlichtweg über gewisse Themen über Datenportabilität, Transparenz, Interoperabilität und Reversibilität wirklich diskutiert wird. Also das heißt, pro Working Group ist es jedem Member gestattet, einen Vertreter zu positionieren, der dann dort entsprechend zwischen 20% und 40% seiner Zeit pro Woche investiert, um Gaia-X weiterzubringen. Und da werden extrem viele Diskussionen geführt, aber auch viele Dinge verabschiedet, die es ermöglichen, dass Gaia-X wirklich dieses Versprechen aus Datenportabilität, Interoperabilität und vor allem ein digitales Ökosystem entstehen soll, dass die realisiert werden. Wie gesagt, privatwirtschaftlicher Input. 2019 wurde Gaia-X zum ersten Mal aus dem deutschen Wirtschaftsministerium vorgestellt. Die ersten deutschen Unternehmen waren dort schon aktiv. Im Jahr 2020 konnte Frankreich als zusätzlicher Partner gewonnen werden und die Gaia-X Association, so wie wir sie kennen, wurde dann im Endeffekt Anfang des Jahres, diesen Jahres gegründet und hat dann dementsprechend auch ihre Arbeit aufgenommen und hat das ganze Thema deutlich professionalisiert und nach vorne gebracht. Was vielleicht noch eine interessante Komponente ist, dass Gaia-X als Core-Element die Landeshubs hat. Also das heißt, für Deutschland, Frankreich als auch andere Länder, aktuell sind es knapp 16 verschiedene Hubs, die fungieren wie eine Art Think Tank. Das heißt, jeder im Endeffekt, ob Member oder Nicht-Member, hat die Möglichkeit, in diesen Hubs zu interagieren, als Ideengeber oder aber auch als Mitarbeitender aufzutreten und Gaia-X nach vorne zu bringen. Und die Ideen als auch das Feedback von diesen unterschiedlichen Country-Hubs wird dann dementsprechend auf europäischer Ebene zusammengeführt und in die technischen Komitees mit eingeführt. Und das Besondere ist, seit kurzem haben wir auch den ersten nicht-europäischen Hub dabei. Und in dem Fall ist es Südkorea, die jetzt die allerersten waren, die gesagt haben, Gaia-X von der Idee her ist etwas, was wir wirklich unterstützen wollen. Und wie gesagt, Südkorea ist der erste. In Asien, weiß ich, gibt es noch interessierte Länder, die Gaia-X sich näher anschauen werden. Ich weiß, im Mittleren Osten gibt es einige Länder, die Gaia-X als Cloud-Framework nutzen wollen für ihre nächsten Entwicklungen über die nächsten Jahre. Also von daher, wir sehen schon, dass Gaia-X auf jeden Fall mit den Bedürfnissen nicht nur in Europa, sondern auch in der Welt resoniert. Und Gaia-X hat einfach das Zeug dazu, eine Art globaler Standard zu werden. Ähnlich wie wir es von GSM gesehen haben, was ja auch erstmal europäisch war und dann schlichtweg sich zu einem Weltstandard etabliert hat. So ist Gaia-X, glaube ich, auch auf einem guten Weg dorthin. Ja, genau. Wir sehen es auch, diesen Brussels-Effekt nennt man ihn, wo wir sozusagen Rechte, Richtlinien, Gesetze in Europa haben, die dann eben auch weltweit übernommen werden. Wir haben das bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen, die auch ein Stück weit Goldstandard geworden ist im Datenschutzrecht, wo einzelne Staaten in den USA das übernehmen, in Asien Länder übernehmen. Und wir sehen eben auch hier technisch, dass es tatsächlich nicht auf Europa beschränkt ist, auch wenn es erstmal ein europäischer Impuls war. Aber solche Fragen natürlich der souveränen Datenräume und der sicheren Datenräume natürlich auch in anderen Ländern stellen. Und in der Tat, wir haben ja auch große Unternehmen in Deutschland und Europa, die auch weltweit agieren. Auch die haben ja auch kein Interesse, jetzt nur Datenräume zu nutzen, die vielleicht in Europa funktionieren, sondern je globaler das Ganze am Ende funktioniert, umso mehr bringt das auch für die großen Unternehmen oder eigentlich auch die kleinen, wenn die auch global agieren, in Europa. Ist ja quasi eine Kombination aus vielen Dimensionen, die hier super positiv zusammenkommen. Es ist keine proprietäre neue Cloud-Implementierung ganz konkret getrieben und implementiert jetzt von einer EU zum Beispiel, sondern es ist eine Sammlung von Arbeitspaketen, von Standards, von Empfehlungen, von Betrachtungen, die so strategisch und programmatisch vielleicht noch nie tatsächlich gemacht wurden. Und während man Souveränität schafft, ist es ja gleichzeitig immer die Einladung an andere Nationen, andere Player im Markt quasi mitzuarbeiten und die Interoperabilität so hoch wie möglich zu halten. Also Souveränität und Interoperabilität gehen ja fantastisch zusammen, was wiederum einen weltweiten Einfluss haben kann, wie ihr schon sagt. Südkorea ist natürlich jetzt ein tolles Beispiel, dass das als Leuchtturmprojekt darüber hinausgeht. Und Björn, ich glaube, man kann es auch zusammenfassen.
Daten sind der Treibstoff für die Wirtschaft, gerade als immer wichtigeres Thema. Und die Cloud ist schlichtweg der Motor für diesen Treibstoff. Und ich habe auf der einen Seite zwar viele Daten, aber wenn ich keine Cloud habe, keinen Motor, kann ich dementsprechend auch die aus dem Treibstoff keine Leistung herauskriegen. Und von daher werden wir einfach souveräne Cloud-Lösungen brauchen. Und Gaia-X, gerade mit dem Fokus auf Daten, also sprich, wenn wir das Thema digitale Souveränität vielleicht dann auch mal unterkategorisieren würden, dann ist Gaia-X im Endeffekt vor allem der Fokus auf Datensouveränität. Wir haben aber auch andere Themen wie Infrastruktursouveränität. Und da sprechen wir gerade über diese IPCEIs, also diese Important Projects of Common European Interest. Da haben wir als VMware uns aber auch überlegt, dass wir eine eigene Initiative auflegen. Und da gibt es diese Initiative, die sich Sovereign Cloud Initiative nennt. Das ist im Endeffekt gerade für die Kunden interessant, die eine Multicloud realisieren wollen auf der einen Seite, nicht unbedingt ihre Daten aber aus, sei es rechtlichen Gründen oder auch aus unternehmerischen Gründen, nicht auf einen Hyperscaler hochladen möchten. Und da haben wir, wie gesagt, mit einigen unserer Cloud-Partner, 10 sind es insgesamt in Europa, haben wir jetzt diese Sovereign Cloud-Initiative gestartet, wo im Endeffekt die Cloud-Service-Provider schlichtweg als Intermediär oder als Provider dienen, um Daten innerhalb eines Rechtsraums zu behalten. Beispielsweise, ich habe Daten, die sollen Deutschland nicht verlassen, dann kann ich das dementsprechend dort sicherstellen. Weil das eine ist, die Daten lokal in meinem Land zu haben. Aber das, was auch der Jörg in der politischen Dimension von digitaler Souveränität angesprochen hat, die rechtlichen Gegebenheiten müssen auch gegeben sein, dass die Daten, auch wenn sie in beispielsweise Deutschland gehostet werden, dass sie auch dem deutschen Recht unterliegen und nicht beispielsweise einer anderen Rechtsprechung unterworfen werden können, in der einen oder anderen Art und Weise. Und ich denke, das Besondere bei Gaia-X ist, denke ich, auch nochmal, wie Staat und Wirtschaft intelligent miteinander arbeiten. Weil das Interessante ist, es ist tatsächlich eine Initiative gewesen, ja, aus dem deutschen Wirtschaftsministerium heraus. Frankreich ist dann schnell an Bord gewesen, eigentlich bilateral, und immer mehr Staaten kommen jetzt dazu. Aber mit der Ausgründung von Gaia-X in eine Non-Profit-Organisation in Belgien ist das Ganze ein Stück weit in die Hände der Wirtschaft gegangen. Mhm. Das heißt also, Impulsgeber, Antreiber war der Staat, aber er ist nicht sozusagen der Umsetzer. Das machen das macht die Wirtschaft dann, das machen die großen Industrieunternehmen, die wissen am besten, was sie brauchen. Nicht nur, welche Technik sie aufbauen können, sondern auch, welche Technik sie nutzen wollen. Und das geht dann Hand in Hand. Und das ist die konkrete Arbeit, die jetzt bei Gaia-X passiert. Was braucht der Anwender in einzelnen Datenräumen ganz konkret? Und wie können die technischen Anbieter diese Technik zur Verfügung stellen? Und das ist eben ein sehr spannendes Projekt, weil es jetzt wieder in den Händen der Wirtschaft liegt, aber unmittelbar der digitalen Souveränität helfen soll. Jürgen, vielleicht kommen wir mal kurz auf die Rolle. Was macht VMware da jetzt konkret in dem Bereich? Was ist so in deinem Aufgabenbereich als Programmlead für Gaia-X? Welche Initiativen siehst du da, beziehungsweise wo sind Themen, wo wir ganz konkret beitragen können? Also ganz, ganz vorneweg, wir können mit Stolz sagen, dass wir als VMware Day One Member sind. Neben den 22 europäischen Founding Members waren wir eine der ersten US-Amerikaner, die von vornherein gesagt haben, die Prinzipien oder die Ideen hinter Gaia-X resonieren so sehr oder so gut mit unseren eigenen Strategien beziehungsweise unseren eigenen Prinzipien, dass wir, ohne wirklich das länger diskutieren zu müssen, sofort gesagt haben, ja, Gaia-X möchten wir unterstützen. Und wir unterstützen das in mehreren Bereichen. Wir haben technische Kollegen in den diversen Working Groups. Das heißt, die Kollegen stehen mit Best Practice, mit Erfahrung aus dem Bereich Cloud zur Verfügung und unterstützen die Working Groups. Sei es, indem sie technische Lösungen anbieten, sei es, dass sie sagen, okay, wir haben in der Vergangenheit diese und diese Lösungen bei Kunden implementiert und wir sind den einen Weg gegangen und nicht den anderen Weg, weil wir die und die Erfahrung hatten. Also von daher, da wird im Endeffekt die Erfahrung, die über 20 Jahre Erfahrung, die VMware nicht nur in Europa, sondern auch in der Welt hat, in die Working Groups gebracht. Wir sind aktiv in 3 unterschiedlichen Working Groups, die gerade mit den eher technischen Aspekten interagieren, beziehungsweise dort nach Lösungen schauen.
Und was wir da darüber hinaus machen, ist, wir Gaia X basiert auf sogenannten Data Spaces. Und es gibt gerade in Deutschland sind insgesamt die ersten 11 Leuchtturmprojekte gestartet über eine Bundesfinanzierung des Bundeswirtschaftsministeriums. Und wir sehen, dass diese ähnliche Leuchtturmprojekte auch in Frankreich oder in anderen Ländern in Europa starten. Und wo wir unterstützend diese Dataspace-Projekte unterstützen, ist im Endeffekt mit unserer Technologie. Zum einen im Multicloud-Bereich, dass wir dort eine Infrastruktur bereitstellen können, wo dann im Endeffekt Use Cases, Proof of Concepts realisiert werden können. Beispielsweise dafür haben wir extra in Amsterdam, also auf europäischem Boden, eine Art Gaia-X-MVP oder ein Dataspace-Creator hin aufgebaut, auf dem dann dementsprechend interessierte Kunden bzw. Datenspace-Projekte prüfen können. Können wir beispielsweise ein Gaia-X-Space aufbauen? Wie sieht das mit Interoperabilität aus? Welche Player habe ich? Weil am Ende des Tages geht es darum, Daten nutzbar zu machen. Mit welcher Technologie, ob es reine Open-Source-Technologie ist oder proprietäre Technologie, ist jetzt meiner Meinung nach zweitrangig. Wichtig ist für den Erfolg von Gaia-X, dass wir schnell produktive und greifbare Realisierungen von Gaia-X haben. Und da stehen wir, wie gesagt, allen interessierten Kunden als auch Konsortien zur Verfügung, hier gemeinsam solche Proof-of-Concepts zu realisieren. Und da sind wir mit mittlerweile 4, 5 verschiedenen Unternehmen in Gesprächen. Wir haben Kooperationen oder wir sind dabei, Kooperationen zu verabschieden mit Technologieanbietern als auch mit System-Integratoren und System-Outsourcern, um genau diese Themen nach vorne zu bringen. Neben Gaia-X sind wir auch Catena-X-Mitglied. Catena-X als eines der Leuchtturmprojekte aus dem Gaia-X-Umfeld. Catena-X hat den Fokus auf die Automobilbranche, gerade die deutsche Automobilbranche und auch assoziierte Industrien, die in diesem Kontext stehen. Und das sind natürlich ganz wichtige Entwicklungen, bei denen wir als Technologieprovider natürlich mit unserem Wissen, Know-how, aber auch unserer Erfahrung teilnehmen wollen bzw. unterstützen wollen. Und vielleicht etwas, was viele unserer Hörer nicht unbedingt wissen. Wir sind auf der einen Seite natürlich Cloud, Multicloud-Technologieanbieter, aber wir haben auch eine extrem starke Open-Source-Technologie. In dem Fall Tanzu, das Thema, wo wir schlichtweg auf Open-Source-basierter Software dementsprechend Enterprise-Ready-Lösungen anbieten. Und diese Open-Source-Technologien sind natürlich gerade bei der Erstellung von Dataspaces essentiell, weil wir mit speziellen Datenbanken die Realisierung von Datenaustausch natürlich beschleunigen können. Und auch gerade solche Themen wie unsere Blockchain-Technologie kann dort natürlich auch für neue Anstöße bei der Kreierung von Dataspaces hilfreich sein. Ja, dass du jetzt das Thema Open Source nochmal ansprichst, Open Source und Open Governance, vieles von dem, was ihr jetzt über Gaia-X gesagt habt und wie diese Entscheidungen tatsächlich getroffen werden, ist ja eine ganz zentrale Rolle, gerade bei der neuen Generation Open Source Projekte, die in Open Source Foundations dann tatsächlich gemanagt werden, unabhängig von einer Firma. Es ist kein proprietäres Open Source Projekt einer Firma, sondern quasi Projekte, die in einer unabhängigen Stiftung quasi sind und dort unabhängig weiterentwickelt und Designentscheidungen getroffen werden. Das macht natürlich nochmal ein ganz zentraler Hebel, um diese Souveränität und dieses Fokussieren tatsächlich auf Interoperabilität auch als Ziel zu definieren und auch dagegen quasi zu arbeiten. Ne? Ganz zentraler Punkt. Also das Gute an VMware ist ja, dass wir durch unsere Technologie in der Lage sind, andere zu befähigen, digital souveräner zu handeln. Wenn wir schauen, wir selber sind in der Regel kein eigener Cloud-Service-Provider, dass wir jetzt also zum Kunden gehen und sagen, du kannst jetzt hier bei uns die Daten speichern und verarbeiten, sondern in der Regel sind wir jemand, der andere befähigt, eigene Cloud-Services aufzubauen. Und dadurch kann man natürlich zu einem deutschen Unternehmen gehen und sagen, hier mit Hilfe unserer Technologie kannst du dir eine souveräne Cloud aufbauen und die dann auch als souveränes Angebot sozusagen deinen Kunden anbieten. Und deswegen sind wir, was das angeht, auch sehr agnostisch
und sagen, wir befähigen dich, deine Cloud so aufzubauen, wie du es für dich am besten hältst. Und nicht nur die Cloud, sondern die Services, die dementsprechend auf dieser Cloud gehostet werden. So dass unser Ziel ist natürlich ist, dass ein Cloud-Service-Provider oder ein Unternehmen unterschiedliche Services auf unterschiedlichen Technologien natürlich laufen lassen kann. Und von daher, da kommt wieder das Thema Agnostik oder unsere agnostische Ausrichtung ins Spiel. Auch diese ganze Lokalisierung der Angebote, die über 4000 Service-Provider weltweit, die ja heute schon auf Basis von VMware-Technologie quasi lokale Clouds implementieren. Also dieses Beispiel dieser Multicloud-Realität beziehungsweise der Souveränität. Ich glaube, das ist in einigen Bereichen tatsächlich schon Realität, ohne dass es je definiert wurde. Aber das kommt jetzt quasi über diesen strukturierten Weg und die Mitarbeiter in den Working Groups quasi zurück in das Gaia-X-Projekt beziehungsweise auch Catena-X-Projekt, wo diese Erfahrungen zurückgespielt werden, oder? Ja, definitiv. Und wir sind auch der festen Überzeugung, dass je mehr Unternehmen realisieren, was für eine historische Chance Gaia-X uns allen bietet, desto schneller werden wir auch die digitale Transformation in Europa haben, desto schneller wird auch diese Transformation an Dynamik gewinnen. Und das Wichtige ist ja, gerade Covid hat uns ja gezeigt, dass wir in einer vernetzten Welt leben. Und dass es auch möglich ist, aus dem Homeoffice heraus zu arbeiten. Das benötigt aber natürlich Cloud-Ressourcen. Das benötigt eine Vielzahl an Ressourcen. Und wenn ich jetzt mal in die Zukunft blicke, dann ist es schlichtweg, dass wir in Europa die erforderlichen Rechen- und Speicherkapazitäten nicht so schnell bereitstellen werden können, wie wir es brauchen. Wir haben auf der einen Seite die Hyperscaler. Wir haben auf der anderen Seite natürlich in Europa ein sehr heterogenes System aus vielen kleineren Cloud-Service-Providern. Und Gaia-X ist eine Idee, wirklich diese Cloud-Service-Provider zusammenzubringen, um hier das Thema voranzutreiben. Und es geht zum einen Daten, digitale Ökonomie und die digitale Transformation. Und wenn wir nicht jetzt Gas geben, werden wir einfach nicht vorne oder nicht in der ersten Startreihe stehen. Es ist ja auch so, dass ein Stück weit im B2C-Bereich, also im Bereich der Technologie für den Konsumenten, für den Endkonsumenten, Europa ein bisschen hinterherhinkt. Und das ist noch nett ausgedrückt in der Digitalisierung. Und ich glaube, das Ziel muss sein, dass im nächsten Bereich, wenn es jetzt um B2B geht, also die Industrietechnologie, Datenräume für Industrie 4.0, für Smart Factory, das digital vernetzte Produzieren der Zukunft, dass eben Europa dort mehr stattfindet. Und das geht eben nur, wenn man ja vertrauenswürdige Datenräume kreiert, wo Gaia-X reingeht. Und das ist eigentlich der Ansatz zu sagen, okay, B2C haben vielleicht die Amerikaner und die Asiaten die Nase vorn, aber beim B2B will Europa auf alle Fälle vom Tag 1 an mitspielen. Und deswegen hat digitale Souveränität natürlich auch immer eine industriepolitische Komponente, wo es auch darum geht, die eigene Wirtschaft ein Stück weit voranzubringen. Und das muss aber smart passieren, unter Einbindung der internationalen Partner. Und das sehen wir eben genau bei Gaia-X. Und wir sehen auch schon, dass die ersten Unternehmen dementsprechend Ausschreibungen formulieren, wo sie Gaia-X-sichere Technologie kaufen wollen. Also das heißt, man investiert jetzt in die Cloud-Technologie, möchte aber dementsprechend von dem Technologie-Provider auch schon ein Stück weit die Sicherheit haben, dass eine potenzielle Kompatibilität zu Gaia-X ist. Und das ist eine gute Entwicklung, die wir in den ersten Ländern innerhalb von Europa sehen. Jörg, Jürgen, vielen Dank für diese spannende Einsicht in ein höchst komplexes Feld, was uns wahrscheinlich die nächsten Jahre noch begleiten wird. Vielen Dank für eure Einsichten, vielen Dank für die Zusammenarbeit, die ihr da auch vorantreibt. Und hat mir große Freude gemacht. Ich hoffe, dass wir uns demnächst nochmal zu einem Update dieser Themen zusammenfinden können. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Björn und Jürgen, für die Möglichkeit auch. Wir haben gesehen, es ist komplex und es muss eben darum gehen, smarte Wege zu finden in die digitale Souveränität. Und das ist keine einfache Aufgabe. Deswegen wird es in der Tat in der Zukunft auch noch weitergehen. Von daher vielen Dank und wir kommen auch gerne jederzeit wieder. Auch von mir ein großes Dankeschön. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir in vielleicht 6 bis 8 Monaten mit den alleraktuellsten News zu Gaia-X zurückkommen können, mit den ersten Highlights oder mit den ersten Realisierungen der Data Spaces.